Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. So, ich stehe hier immer noch auf dem Holzhaus. Auf dem noch nicht fertigen Holzhaus. Und ich habe hier eine ziemlich hohe Decke gezimmert. Yeah. Oh, er hat mir meine Axt wiedergegeben. Das ist nett. Der hatte ich ihm ja ausgeliehen. Und ich werde jetzt wieder eine Etage abholzen. Warte, ich muss mal unbedingt hier was rausschmeißen. Und zwar, ich brauche kein Hirn. Ha, wer braucht denn schon Hirn? Eins reicht mir. Und das ist schon schwer genug. Also schwer zum Tragen. Das hat jetzt nichts mit der Intelligenz zu tun. Für wen beziehungsweise für was ist das Haus? Ja, für mich? Natürlich. Nur für mich. Nur für mich, Passi. Das Haus ist nur für mich ganz alleine. Für alle. Natürlich für alle. Hier ist alles für alle. Es gibt kein Meins, Deins. Davon gibt es doch genug in der Welt. Hier ist alles für uns. Im Zentrum der Macht, unser Castle. Und drumherum bauen wir uns unsere eigene Welt. Die ist klein, aber fein. Es gibt nicht so viele tolle Sachen. Aber viele kleine, feine Sachen. Yeah. Oh Mann. Yeah. Boah, wenn ihr meine Füße jetzt sehen könntet, Leute. Haha. Yeah, die grooven so richtig ab, gerade unterm Tisch. Oh, das war aber mal abruptes Ende. Ich war gerade so richtig im Fieber. Im Groovy-Fieber. Habt ihr Glück gehabt? Ihr habt echt Glück gehabt. Weißt du wieso? Wisst ihr wieso, liebe Freunde? Wisst ihr wieso? Denn gerade eben bin ich ja richtig abgegangen. Meine Füße sind auch richtig abgegangen. Und ich war kurz davor zu singen. Oh, was ist das? Aus Holz ist Dreck geworden. Ich war kurz davor zu singen. Ihr habt echt Glück gehabt, Schwein gehabt. Das hätte euch von den Socken gehauen, wenn ich jetzt gerade hier mal eben angefangen hätte, klanglich was abzuliefern. Wahnsinn! Dieter Bohlen hätte direkt angerufen. Nein, er hätte sich, glaube ich, direkt ins Auto gesetzt und wäre hierher gefahren, hätte mich abgeholt und in die Charts gestopft. Das wäre sicherlich passiert, wenn ich jetzt angefangen hätte zu singen, meine Freunde. Deswegen ist es doch viel schöner, wenn wir den Klavierklängen lauschen, während ich hier das Haus weiterbaue. Ich baue hier gerade mal einfach mal die Wand komplett fertig, damit ich mir ein kleines Bild davon machen kann, wie es dann aussieht. Hier kommen auf jeden Fall noch... Nee, der hat es und weiß nicht, wie er es sagen soll. Was? Naja, er ist ja in der Aufnahme, da kann er nicht immer schreiben. Wenigstens du antwortest. Also mir ja. Also, beziehungsweise gefällt dir das Castle? Wenigstens du antwortest. Mir gefällt es auch. Habe geantwortet, gewortet, aber du hörst mich ja nicht. So. Lachender Smiley. Böslachender Smiley war das. Ja, also, ne, Lamino, damit ihr jetzt nicht ewig auf meine Antwortet. Oh, das war falsch. Was mache ich hier? Das muss weg. Natürlich gefällt mir dein Castle, also den Abschnitt, den du gebaut hast. Natürlich gefällt mir das. Ich habe nur vergessen zu schreiben, oder eher gesagt, ich habe einfach vergessen, dass ihr mich ja gar nicht hört. Ihr hört mich nicht. Und ich kann euch nicht hören. Aber ich sehe euch. Und ihr beobachtet mich. Zumindest Passi. Der beobachtet hier alles sehr genau, denn er ist insgeheim hier unser Bauleiter. Der... Nein.
Nein, nein, noch besser. Er ist der Bauinspektor. Er schaut jetzt, deswegen springt er auch hier von Wand zu Wand. Ja, das ist kein Zirkusakt, sondern das hat schon seinen Sinn. Er guckt, ob auch alles wirklich nach den Bauvorschriften hier von mir umgesetzt wird. Ja, wenn nicht, dann lässt er das ganze Gebilde hier einfach mal abreißen. Ja, sehr schön. Es sieht noch nicht wirklich gemütlich hier drin aus, oder? Nein, es sieht noch nicht gemütlich aus. Okay, ich habe vergessen, meine Stoppuhr zu drücken. Toll. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Wie lang ist diese Folge? 3, 4, 5, 6 Minuten. Ich gehe jetzt mal an den Ausgangspunkt der... Nein, Quatsch. War nur Spaß. So, das gefällt mir irgendwie hier nicht. Mir gefällt das nicht, weil das hier irgendwie zu eng ist. Da. Oder man könnte natürlich niedliche kleine Räume machen. Man muss das mal sehen, wie es dann fertig aussieht. Ich gucke mir das nochmal von außen an. Ja, ja. Ist ganz okay, oder? Aber die Tür hier. Ach, jedes Mal sammle ich diese blöden, verrotteten Gehörner ein. So, die Tür mache ich andersrum. So rum. Genau. Oder? Das sieht doch besser aus. Wow. Das war... Nur eine brennende Fackel. Es sieht schon mal nicht schlecht aus, meinst du wahrscheinlich, Passi. Bitte, bitte auf die Rechtschreibung achten. Dieser Server hier achtet sehr genau auf die... Nein, ich höre auf. Ja, danke, es sieht nicht schlecht aus. Ich versuche hier gerade aber ich habe keine Ahnung, wie die Melodie weitergeht, deswegen hört sich das blöd an. Gebt mal ein paar Ideen ab, wie wir es beenden können. Den Turm meine ich. Achso. Ich dachte schon, unser Leben. Ich will mein Leben noch nicht beenden. Mein Leben ist viel zu schön, um es beenden zu lassen. So, als allererstes machen wir hier einen Raum. So. Und dann machen wir hier einen Gang. Was wird das, hä? Was mache ich hier? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich bin immer so, ich baue einfach drauf los. Bei mir ist immer die Planung, sieht so aus. Ha! Ich könnte ja eine Holzhütte bauen. Das war's dann aber auch. Das war's dann mit der Planung. Wirklich. Ich hatte was im Kopf, als ich das hier geplant habe. Hallo. Bitte Platz machen, danke. Und zwar Terrasse. Ich habe mir gedacht, Holzhütte und Terrasse. Jetzt habe ich eine Holzhütte und eine Terrasse. Wie ist dann wirklich... Hallo, Entschuldigung, danke. Beam dich mal weg. Ja, mehr weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache hier mache ich den Boden rein einfach so. Ich baue einfach drauf los. Da, wo ich bin, kommt ein Holzblock hin. Und da, wo ich nicht bin, natürlich nicht. Und das ist die Planung des Ganzen. So sieht's aus. Total verplant. Aber es ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ich könnte ja immer auch versuchen, irgendwie alles gerade zu machen. Alles schön, wunderschön. Aber ich bin mehr so der Künstler. Ja, ich schmeiße mal hier so ein Holzstückchen hin.
hier so ein Holzstückchen, hier und hier. Und dann denke ich mir, oh, sieht aus wie eine Zimmerdecke. Erst quasi danach sehe ich, was daraus geworden ist aus dem Kunstwerk. Und das hier sieht aus wie eine Holzhütte. Na, ich habe hier einfach mal ein paar Hölzer hingekleckert quasi. Und es ist eine Holzhütte raus geworden. Nicht unbedingt eine schöne, wie ich finde momentan. Das hier sieht gut aus. Ich brauche größere Fenster. Das hier sieht gut aus. Großes Fenster, große, hohe Decken. Also müssen hier auch große Fenster rein. So. Ich habe schon wieder kein Glas mehr. Schnappen wir uns das. Au! Hä? ich wollte nicht lachen, Entschuldigung. Hast du dir wehgetan? Tja, den Kompass, den benutzt man mit Bedacht, mein Freund. Ja, der hat sich anscheinend irgendwie, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber er stand ja eben neben mir. Wer weiß, wo er sich hin teleportiert hat. Und ja, ist anscheinend ja vom Turm, vom Turm oben kann ja nicht sein, oder? Habe ich jetzt die Sachen eingesammelt? Nee. Guck mal hier, da, das gehört dir. Das gehört dir vielleicht. Gehören die Eisenbarren mir? Ich weiß es nicht. Ich behalte mal, ne? Willst du die Sachen hier nicht? Das sind deine Erfahrungsflächen, mein Freund. Nicht meine. So, gucken wir uns das mal an. Ja, habe ich sie wieder. Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Okay, ich brauche mehr Glas. Wir brauchen Glas, Freunde. Er braucht Glas. Glas. Ja. Ich wollte wieder anfangen zu singen, aber ich habe gemerkt, es wird nichts. Oh, hier ist keine Kohle mehr drin. Zack, tun wir mal zwei Stückchen rein und holen mal hier. Nein. Hier noch mehr. Ah, da muss ich auch noch ein Schild hin anbringen. So, da Kohle rein. Das eine Stückchen schmeißen wir wieder weg. Den Sand. Den restlichen Sand. Wo tue ich den denn hin? Den lasse ich erstmal in der Tasche, ne? Oh, die Sonne geht unter. Na, es sieht doch gar nicht so schlecht aus, die Holzhütte. Ja, ich muss hier mal ein bisschen, glaube ich, die Fackeln wegmachen, oder? Es sieht nicht so aufgeräumt aus, finde ich. Irgendwie. Nee, irgendwie. Sieht das nicht so toll aus, wenn die Fackeln hier einfach so rumstehen. Ich mach mal Laminus Weg bis hier hinweg, so. Und hier sind auch viel zu viele Fackeln drauf. Viel zu viele Fackeln. Das ist totale Lichtverschwendung. Wir lassen die mal drauf. Die lassen wir drauf. Nee. Das wäre ja auch mal eine Idee. Lamino, ich könnte meine Wohnung nachbauen. Aber dann wüsstet ihr ja, wie meine Wohnung aussieht. Ja? Logisch, ne? Logisch von mir. Sehr logisch nachgedacht. Nein, das wäre ja egal. Aber es wäre ja auch mal eine Idee, oder? Würdet ihr gerne, dass ich meine Wohnung nachbaue? Sagt mir Bescheid. Schreibt es mir. Wer will, dass ich meine Wohnung nachbaue? Aus der Holzhütte mache ich es nicht. Nein. Oh. So, ich habe dich gerettet. Aus der Holzhütte mache ich es nicht. Dafür hatte ich schon ganz andere Formen. Aber ich könnte ja mal aus einer anderen Holzhütte meine Wohnung nachbasteln. So, in der Art. So, du bleibst draußen. Hehe. Okay, wir brauchen Licht. Licht können wir einmal
Machen wir eine Fackel hier. Und eine Fackel hier. Eine Tür habe ich nicht mehr, aber ah, es sieht doch gemütlich aus, oder? Es sieht gemütlich aus hier. Hier drin. Es geht hier rein. Hier so ein kleines Fensterchen. Hier noch ein Fenster. Hier ist die Abstellkammer. Hier kommt quasi Staubsauger und so weiter rein. Ja, es sieht ganz, ganz passabel aus. Ist doch, ja. Und wir setzen hier auch noch auf eine Fackel. Ja, es gefällt mir. Gut, die Decke hat eine richtige, gute Höhe. Dann kann ich die nämlich hier weiter zumachen. Creeper am See, aha. Wo denn? Ah, an den Schildern. Das gibt's ja nicht. Das letzte Mal, als ein Creeper an den Schildern war, hat er ja einen Teil meines Castle weggebombt. Ich hab's nicht miterlebt, aber Lamino war live dabei. Ich treffe ihn nicht, oder? Dankeschön. Danke, danke, danke. So, was wollte ich machen? Ja, ich wollte eigentlich, glaube ich, diese Folge beenden. Hier auf dem Steg machen wir das. Und ich sage... Oh, ein Moment, ein Moment. Das muss natürlich in Ruhe geschehen. Ohne Zombie-Attacke. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Es hat Spaß gemacht. Danke und auf Wiedersehen. Es war auf jeden Fall toll. Es hat Spaß gemacht. Jetzt, es war super, dass es war Zufall. Es war nicht geplant, dass die letzten Folgen Passi und später ja auch Lamino dazugekommen ist. Aber es war nicht schlecht. Es war hat Spaß gemacht, mal, dass wir jetzt mal mit mehreren Leuten auch auf dem Server wieder waren. Hat von der Zeit gepasst. Wenn ich das natürlich gewusst hätte, hätte man das Ganze ja auch über Skype machen können. Aber ich habe ja schon vorher angefangen, hier aufzunehmen, die Folgen. Und deswegen ging das natürlich nicht mehr. Aber es war lustig. Fand ich zumindest. Ja. Ist ja mal gut, man muss ja sein... Wenigstens ich muss ja meine Videos cool. Ah, okay, ich mach Schluss. Ich fange an, Blödsinn zu reden. Und das ist dann die beste Zeit, aufzuhören. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Euer No-Dash-Pro.